Das ist der Dr. Gausteiner. Wir kennen uns flüchtig halt, aber ja, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, man kann das sagen, er ist Schweigegeld-Rentner. Ja, oder vielleicht sogar Schweigegeld-Pensionär. Ich sage das deshalb, weil er hat ja Leichen im Keller, ne? Und vielleicht sind da auch Beamte dabei oder so, das weiß ich nicht. Also, er lässt da nichts raus. Ist ja klar, die Leichen selber sind auch interessiert, dass da nichts ventiliert wird, dass da was rauskommt. Und dieses stille Einvernehmen zwischen die Leichen im Keller und ihm scheint nicht uneinträglich. Naja, Entschuldigung. Aber ich sage das nur so, weil er ist eher stiller Mensch, also der fällt auch auf. Eine Bekannte hat gesagt über ihn, eine Verwandte, die ich auch kenne, er in der Früh liest der Zeitung 4 Stunden lang, von der Früh bis Mittag, und dann isst er ein bisschen was und dann liest er die nächste Zeitung. Also er ist ein stiller, da hört man Zeitung rascheln und sonst nichts. Und wie gesagt, stille Übereinkunft. Die Leute, die da Leichen im Keller sind, die sind sicher auch Leute, nehme ich an, die ein hohes Motiv haben, das geschwiegen wird. Nicht ein leise vernehmbares Psst. Nein, aber jetzt muss ich Folgendes sagen. Es erlaube ich mir, ich habe ja neulich die Tiere aufgehalten und dann hat er ganz laut und vernehmlich hat er gesagt, danke.